Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ja, ich bin euer Floschi. Und ja, wir müssen natürlich weiter Richtung... Ja, ich habe gerade keinen Plan, wo wir hinfahren sollen, aber ist schon in Ordnung. So, wir haben ja im letzten Part geguckt, nach dem LKW natürlich, ob wir uns irgendwo schon einen leisten können. Aber da wir noch nicht so hoch sind, also sprich, für den Truck, den ich gerne hätte, müsste ich Level 16 sein. Und ab Level 12 fängt das schon an. Da gäbe es jetzt einen Truck, den ich hätte kaufen können, aber das lohnt sich noch nicht. Ich habe mir gesagt, okay, ab Part 50 wollte ich eigentlich so, okay, meinen eigenen Truck haben. Ich habe das jetzt hochgestuft. Ich werde sagen, ab Part 75 geht es los. Ich werde aber jetzt schon ab Part 50 mit den Mods anfangen. Und ja, wir sind ja schon bei Part 46 hier. Und da denke ich einfach mal, dass wir die vier Parts durchziehen, sag ich mal jetzt auf gut Deutsch. Und wir dann einfach danach die Mods haben, sprich LKW-Mods und so weiter und so fort. Oder Aldi oder was weiß ich, irgendwelche Trailer. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten alles machen. Ja. So. Ja, wir haben schönes Wetter draußen. Ist natürlich hier sehr schön. So. Ach ja. Ich sollte auch mal Musik anmachen. Habe ich total vergessen, ich habe mich schon gewundert, warum das so ruhig war. Mensch, 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 Mensch. Ja, ja, ich habe noch mehr Beats gefunden, und ich muss mal gucken, ob ich die alle mit reinklatsche. Muss ich mal gucken. Entschuldigt. Ich bin froh, dass ich nicht so ein Pech habe wie viele andere Menschen hier in Deutschland mit der Pollenallergie. Weil ich telefoniere ja täglich mit jemandem, naja, täglich nicht unbedingt, aber fast jeden Tag. Und man hört es auch bei Freunden mit der ganzen Allergie und ist nicht so schön. Da bin ich richtig froh, dass ich das nicht habe. Dafür habe ich aber ein anderes Problem, was den meisten Leuten natürlich sehr beglücken würde. Obwohl, das hatte ich einmal erst gehabt, weil es erst einmal hier in Deutschland aufgetreten ist, also hier direkt hier oben im Norden. Hier oben, dieses Jahr wäre es fast wieder passiert, aber ich habe Glück gehabt. Ja, ich habe so ein Problem, wenn es auf einmal so kalt ist, so, du hast so, noch so um die 0 Grad, sag ich mal, auf einmal schlägt das Wetter so krass an, dass die Sonne so krass rauskommt und wirklich die Hitze rauskommt, dann kriege ich richtig den Allergieschub. Man muss übelst die Tabletten schlucken. Bin ich aber froh, dass es seit 3 Jahren nicht mehr passiert ist. Weil ich glaube, vor vier Jahren meine ich, da habe ich das übelst gehabt. Alter Verwalter, sah ich aus. Da kam die Sonne so auf Schlag raus. Ging gar nicht. War viel zu schlimm für mich. So, wir sollen geradeaus weiter. Ich weiß, wir haben im letzten Part Unfälle gebaut. Ja. Leider, leider, leider. Aber naja, da müssen wir durch. Solange es nur 1% ist, ist alles in Ordnung. Aber ich hoffe mal, dass ich ein Part mal hinkriege, wo ich keinen Unfall baue. Mama. Oh Mann, scheiße. Hui. So, wie viele Kilometer haben wir noch vor uns? 265. Okay. Also ich denke mal, ja, im nächsten Part werde ich da sein. Und dann sind wir auch schon Part 48, dann noch Part 49 und 50. Und dann geht es ab 51, geht das los. Ja. Da wollen wir natürlich gucken, dass wir ab Part 51 dann natürlich auch neuer Auftrag und. Da kann es vielleicht sein, dass Part 50 dann ein bisschen kürzer wird, je nachdem, wie das aussieht. Muss man mal sehen.
So, ich werde mal Tempomat reinmachen. Kein Bock, die ganze Zeit Gas zu geben hier. So. Mal gucken. Ich habe was Geiles. Mein Bruder hat ein Lenkrad. Und er hat mir gesagt, dass er mir es vorbeibringen möchte. Mal gucken, wie das mit dem Lenkrad ist zu fahren. Ich muss dann mal gucken, wie ich das mit dem Mikrofon mache, weil das Lenkrad ja dann hier vorne steht. Muss ich mal gucken, dass ich dann meinen großen Ständer wieder benutzen werde. Nicht den Ständer, sondern den Mikrofonständer. Oh Mann, Joker! Den habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, du. Aber er macht geile Musik. Gefühle mehr. Ja, wir müssen gleich hier vorne runter. Unser Ende leider angenommen. Ich tu mich hassen, doch ich kann noch nichts dafür. Man kann Liebe nicht erzwingen, nicht zu trinken. Nee, ich soll die nächste. Ja, die nächste soll ich runter. Juhu! Dann wollen wir mal. Ach, hier noch nicht. Okay. Ich würde dich gerne drücken, doch das liegt an dir. Spürst du dieses Kribbeln, das erinnert mich an früher. Wenn ich daran denke, laufe ich zu meiner Tür. Ja, ja. Du suchst die Antwort auf die Fragen. Wenn ich könnte, würde ich sie dir sehr gerne sagen. Du schaust mich an, ich hab wieder keine Blicke mehr. Denn ich weiß, das macht es alles viel zu schwer. Schau mich an, Devil, wie viel stehen. Ja, Mann, ich konnte es damals 1A mitrappen, die ganze Zeit. Ich weiß noch, das ist der. Da war meine Ex mit eh so einem Typen von weiter unten befreundet und er hat diese Dinger geschrieben. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, finde ich geil auf jeden Fall. Was siehst du für einen Menschen jetzt? Du schaust mich an, doch dieser Mensch hat dich verletzt. Er kann dir keine Liebe, die du brauchst, mir geben. So, natürlich wieder Gas geben, natürlich, ganz klar. Ja, ich glaube, er hat 2 Lieder rausgebracht, also auf YouTube einfach hochgeladen. Ich glaube, ich habe die sogar beide. Ich bin mir aber nicht 100%ig sicher. Aber hey, alles halb so wild. So. Na, Tempomat natürlich wieder an. Wir können Freunde bleiben, ohne uns zu streiten. Wenn ich an dich denke, denke ich an die schönen Zeiten. Ja, er hat das Lied für seine Ex-Freundin geschrieben. Also mit der er zusammen war damals. Also ich find's immer noch geil. Aber natürlich hat jeder seinen eigenen Musikgeschmack. Was ist bloß geschehen? Schau mich an, bitte nicht in die Augen. Das ist hier so schwer. So, wir sollen hier vorne runter. So, mal gucken. Ich glaube, das wird nichts, oder? Ha, perfekt. Sogar Tempomat auf 96 km/h eingestellt. Geil. Ach, jetzt juckt mein Auge, scheiße. Ich hoffe, ich krieg das kurz hin. So. Du schaust mich an, deine Tränen tun mich quälen. Ich schau dich an, das ist mein allerletzter Blick. Ich lass die Liebe meines Lebens einfach so zurück, 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 zurück. Yeah, yeah, yeah. Good Charlotte, it's a work. It's a party like a the good. Nein, ihr habt ja natürlich auch im letzten Part gesehen, dass ich, wenn ich einen LKW kaufe jetzt auf meinem Level-Basis, kann ich den ja natürlich noch tunen. Ich kann ihn so tunen, dass er genauso ist wie der letzte auf Level 16. Würde mich natürlich nur mehr kosten. Und das Problem ist, ich müsste auch länger warten, weil einige Teile sich erst ab einem bestimmten Level ab freischalten. Von daher sage ich mir, okay, ich warte doch bis Level 16. Sollte, weiß ich nicht, ob ich das bis Part 75 schaffe, weiß ich nicht. Wird man sehen. Ansonsten, ja, hole ich mir da einen Truck auf Level 14, 12, je nachdem, auf was von Level ich bin. Muss man sehen. Aber man sieht es ja so, ab Part 50 gehe ich ja schon alleine mit der Minutenzahl auf 20 Minuten und kann mehr reißen. Ich kann mehr erreichen. Also muss man mal sehen, wie man das macht. So. Ich
Ah, ich habe noch Zeit. Okay, dann kann ich ja weiterfahren. Dann brauche ich hier nicht unbedingt anhalten. 122 Kilometer noch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich doch so viele Kilometer schaffe. Okay, ich fahre jetzt auch die ganze Zeit mit Vollspeed hier auf der Autobahn. Wir sind in Deutschland, wir haben keine Begrenzung. Also keine Blitzer oder sowas. Es würde man wundern, wenn wir hier auf der Autobahn Blitzer hätten. Deutschland hat es ja noch, dass man schneller als 130 fahren darf. Andere Bundesländer, ne? Andere Länder hier in Europa haben ja die 130-Grenze. Dänemark zum Beispiel, ich meine Frankreich, Italien auch. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Dänemark weiß ich hundertprozentig. Aber, und da finde ich froh, dass Deutschland sowas noch nicht hat. Man kann hier voll schön, ab und zu gibt es Stellen, wo du nur 120 fahren darfst. Aber da gibt es auch wieder Stellen, wo du richtig so mit deinem Wagen 260, ist schon geil, auf jeden. So, wir sollen geradeaus weiter. Alles kein Problem. Ich werde wieder müde. Also momentan habe ich das extrem, dass ich echt viel müde bin. Obwohl das Wetter so 1A geil ist. Aber ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Aber das ist halt Standard bei mir. Das ist Standard. So, wir geben natürlich Gas. Naja, Gas gebe ich ja nicht, habe ja Tempomat drin. So, ziehe natürlich rum. 72 Kilometer noch und wir haben noch 3 Minuten zu fahren. Also, ja, diesen Part schaffe ich das nicht. Würde mich extremst wundern. Ah, was tut das weh? Oh, eine Begrenzung von 100 km/h. Naja, ich fahre sowieso nur 90. Von daher ist mir das ja egal. So, wir sehen hier Berge. Links, rechts. Und wir fahren natürlich hier auf dem Berg gerade rauf. Was natürlich sehr schön aussieht. Ist nicht überall so. So, 90. Mensch, das schaffe ich ja noch nicht mal zu überschreiten. Da oben Blitzer. Aber ich fahre ja nur 90, ne? So, wir sollen die nächste, glaube ich, so wie es aussieht, runter. Wir haben auch nur noch 50 Kilometer vor uns, aber wir müssen gleich irgendwo anhalten. Mannheim, wir sind gleich da. So. Keine Autobahn mehr, scheiße. Ich muss gucken, dass ich irgendwo parken kann gleich. Wäre ein bisschen blöde, wenn ich nicht parken könnte. Und da wollen wir gleich mal gucken. Luschi Luschi machen, ne? Nein. 33 Kilometer haben wir noch vor uns. Und wir müssen gleich hier vorne irgendwo den Cut machen. Okay, jetzt kann ich hier nicht runter. Scheiße. Ich muss aber irgendwo. Ah, da vorne ist was. Oder? Nee, da muss ich runterfahren, oder? Scheiße, diese scheiß Graben jetzt hier an der Seite. Obwohl, hier vorne geht das wieder. Ja, dann wollen wir mal. Ja, da vorne ist so ein kleines Stück da. Halten wir mal kurz an. So, und dann verabschiede ich mich natürlich von euch für diesen Part. Haltet die Ohren steif und tschüss!